auf die Tagesordnungspunkte 14b, 14a und 14c sowie den Zusatzpunkt 10. Beratung mehrerer Vorlagen der Fraktion der AfD zur frühzeitigen Erkennung islamistischer Radikalisierung und zur Erforschung von Integrationsproblemen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Bernd Baumann für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, großer Aufruhr jüngst Herr in Frankreich. Baumann, das war ein kleines Missverständnis. Wie bitte? Es sitzt hier gerade eine Präsidentin. Ach so, ich beginne noch mal von vorne. Warte mal von vorne. Gut. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, großer Aufruhr jüngst in Frankreich. Ein Brandbrief, eine Warnung. 1000 hohe Offiziere, darunter 20 Generäle, hatten den Mut, das Scheitern der Integration offen zu benennen. Ganz unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten treffen aufeinander, unvereinbar und immer gewalttätiger. Frankreich drohe der Bürgerkrieg. Wörtlich, die Gewalt nimmt von Tag zu Tag zu. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass Lehrer vor ihren Schulen enthauptet würden? Bei uns sind die Probleme nicht viel kleiner. Nur traut sich hier niemand so offen darüber zu reden. In Umfragen sagen 78% der Deutschen, sie haben Angst, offen über kritische Themen zu reden wie Migration. Fast 80%. Das ist Ihre Schuld. Sie entfachen ein Klima der Einschüchterung. Sie demontieren unsere Demokratie. Schlimmer noch. Selbst Wissenschaftler trauen sich hierzulande nicht mehr, negative Folgen der Integration zu untersuchen. Einer der führenden Migrationsforscher in Europa, Rüd Koopmans von der Berliner Humboldt-Universität, klagt jetzt an, wörtlich, es wird nur die Forschung gefördert, die politisch erwünscht ist. Wenn es um Integrationsprobleme geht, darf nur politisch korrekt gefragt werden. Fragen lauten dann: Wo werden Migranten diskriminiert, ausgegrenzt, von Teilhabe ausgeschlossen? Schuld sind da meistens die Deutschen. Nicht erforscht werden kulturelle Wertvorstellungen und Verhaltensmuster, die Migranten aus ihren Herkunftsgebieten mitbringen und die auch Integration behindern können. Solche Forschung wird finanziell ausgetrocknet, denn so Koopmans, an der Integrierbarkeit fremder Kulturelemente dürfe hierzulande nicht gezweifelt werden. In Deutschland werden also Forschung und freie Wissenschaft unterdrückt, weil Sie alle hier die Antworten fürchten, weil die nicht in Ihr linksgrün verzerrtes Weltbild passen, meine Damen und Herren. Die türkischstämmige Soziologin Necla Kelek mahnt, die massiven Kulturunterschiede sind so groß, dass sie wörtlich danach schreien, empirisch untersucht zu werden. Danach schreien. Sie hat recht. Vieles in Deutschland entwickelt sich geradezu dramatisch. Kelek verweist auf die Frauen, die in Frauenhäusern Schutz suchen vor ihren Männern, und vor denen sind 80% aus dem muslimischen Kulturkreis kommend. Ein weiteres Beispiel ist die Verstümmelung der Genitalien von Frauen und Mädchen. Hierzulande erlebten diese Tortur bereits 70.000 Frauen und Mädchen, oft ohne Betäubung. Dazu abertausende Zwangsehen, Kinderehen, Verwandtenehen, Ehrenmorde. Allein in Berlin 6.000 Zwangsehen im Jahr. All dies wollen die Altparteien nicht wahrhaben. Hier zeigen sich völlig andere Menschenbilder. Das sind die schmutzigen Seiten von Multikulti. All das blenden sie aus, um weiter ihrer Utopie, ja geradezu Religion von Buntheit und Vielfalt zu huldigen. Und das kann so nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Ähnlich ist es mit den eingewanderten orientalischen Clans in mittlerweile fast allen deutschen Großstädten. Terrorisieren sie ganze Stadtteile, kassieren Schutzgeld, handeln mit Drogen, mit Frauen, mit Waffen. All diese Menschen bringen ihre Kultur mit. Die Polizei spricht von ethnisch-kultureller Kriminalität. Das Landeskriminalamt NRW sagt wörtlich, tradierte Verhaltensmuster aus den Herkunftsländern werden in Deutschland weitergelebt. Also,
entstehen auch Clans nicht durch Diskriminierung und Ausgrenzung, sondern durch die mitgebrachte Kultur. Diese Hintergründe müssen wir besser erforschen. Sie stemmen sich verbissen dagegen, weil sie die Realität auf unseren Straßen schlicht nicht wahrhaben wollen, meine Damen und Herren. Auch auf Wirtschafts- und Arbeitsmarkt kann sich die Kultur auswirken, sagen Experten wie Wolfgang Horst Reuter. Er war 38 Jahre bei den Vereinten Nationen, auch als UNESCO-Direktor in arabischen Ländern lange Jahre. Er lernte dort, Verhaltenskultur und Mentalität können auch die wirtschaftliche Entwicklung hemmen. In der orientalischen Großfamilienkultur gäbe es Dinge wie Loyalität, Verlässlichkeit und gute Zusammenarbeit meist nur innerhalb von Familienverbänden. Darüber hinaus wird es problematisch. Vertrauen, Teambildung, präzise Zuarbeit in westlichen Firmen selbstverständlich sind oft nur schwer möglich. Also auch bei Arbeitskulturen gilt Reuters Zitat: Beide Welten sind wenig kompatibel. Nehmen Sie das endlich zur Kenntnis. Auch Arbeitsmarktprobleme müssen nicht von vornherein Folge von Diskriminierung sein. Sie könnten auch kulturelle Hintergründe haben, die wir vielleicht nur sehr schwer ändern können. Das müssen wir besser erforschen. Ein ähnliches Bild an unseren Schulen. Forscher stellen zum Beispiel fest, dass Schüler vietnamesischer Herkunft den Sprung aufs Gymnasium sehr schnell schaffen. 64% schaffen das. Fünfmal häufiger als türkischstämmige Schüler, fünfmal so häufig. Dabei starten die Migranten aus Vietnam mit ähnlichen Vorbedingungen, mit ebenso geringen Deutschkenntnissen, kommen aus ähnlich niedrigen sozialen Schichten und haben ein ähnlich geringes Bildungsniveau als Ausgang wie die aus der Türkei. Auch hier gilt: Der jeweilige Bildungserfolg basiert, so die Forscher wörtlich, auf den unterschiedlichen ethnisch-kulturellen Traditionen. So kann man sämtliche Gesellschaftsbereiche durchgehen. Der wohl weltweit renommierteste Migrationsforscher, Professor Paul Collier von der Universität Oxford, sagt wörtlich: Es gibt, so unbequem dies auch sein mag, erhebliche kulturelle Unterschiede, die wichtige Aspekte des sozialen Verhaltens prägen. Und Migranten bringen diese Kultur mit, so Collier. Und Teile dieser mitgebrachten Kultur behindern bei uns nicht nur die Integration der Zuwanderer. Schlimmer, sie drohen bei anhaltender Massenzuwanderung unsere deutsche und europäische Kultur zu verändern, unsere Identität, unser kulturelles Selbst in eine Richtung, die wir nicht wollen und die auch die Mehrheit in Deutschland und Europa nicht will, meine Damen und Herren. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Christoph de Vries das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Baumann, wenn Sie es nicht schaffen, in Ihrer ganzen Rede ein einziges Wort über drei Anträge vorzulegen, zu sprechen, die Sie heute vorgelegt haben, dann können Sie auch nicht von uns erwarten, dass wir uns ernsthaft mit Ihren Anträgen auseinandersetzen. Ich habe Ihre Anträge gelesen. Einer lautet, dem radikalen Islam den Boden entziehen. Ich kann Ihnen sagen, mindestens genauso wichtig ist, der radikalen AfD in Deutschland den Boden zu entziehen, Herr Kollege Baumann. Die Agitation gegen den Islam und gegen alle Musliminnen und Muslime in Deutschland gehört seit der Gründung der AfD, ist ein Eckpfeiler ihrer Partei, gehört gewissermaßen zur DNA. Es gibt kein prominentes Mitglied ihrer Partei, das sich nicht schon abfällig und diffamierend über Muslime in Deutschland geäußert hat. Und damit verlassen Sie immer wieder den Boden konstruktiver Religionskritik, die ja auch in Deutschland geübt werden muss, Herr Kollege Baumann. Und sinnbildlich dafür ist der Ausspruch von Alice Weidel, man muss das immer wieder wiederholen, die hier gesagt hat: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Das ist genau Ihr Menschenbild. Sie sprechen heute von islamischer Radikalisierung. Da sieht man schon, dass Sie gar nicht unterscheiden wollen zwischen dem Islam als Religion und islamistischem Extremismus, über den wir reden müssen. Und das ist auch aus Ihrer ganzen Rede hervorgegangen, Sie haben kein Interesse daran,
an einem friedlichen Zusammenleben in Deutschland, an Lösungen. Ihnen geht es darum, eine Gruppe zu diffamieren, an den Pranger zu stellen, Muslime in Deutschland unter Generalverdacht zu stellen und das Land zu spalten. Kein Interesse haben Sie an einem friedlichen Zusammenleben, Herr Baumann. So, und deswegen werden wir auch keine Zeit auf dieses Antragssammelsurium verschwenden, das Sie uns hier vorgelegt haben. Ich will darüber reden, was wir als Union machen. Ich freue mich, dass wir ein Positionspapier verabschiedet haben zum politischen Islamismus. Und da beschreiten wir einen anderen Weg als Sie. Probleme klar benennen, Integrationshemmnisse Schritt für Schritt beseitigen, aber auch klar zwischen Religion und religiös motiviertem Extremismus unterscheiden. Nein, das ist kein Geschwätz, Herr Kollege Baumann. Die Union in Deutschland ist das Bollwerk gegen Extremismus und alle Extremismusformen in Deutschland, und das unterscheidet uns maßgeblich von Ihnen. Wir verharmlosen nicht den Linksextremismus, Rechtsextremismus, aber eben auch nicht den politischen Islamismus, der ja durchaus eine Gefahr ist für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir haben ein Problem damit, das ist überhaupt keine Frage, und darüber müssen wir auch reden. Und viel zu lange war der Fokus auf dem islamistischen Terrorismus. Aber es geht natürlich darum, auch den Blick zu werfen auf den ideologischen Nährboden, der darunter ist. Da bin ich ja gar nicht von Ihnen entfernt. Wir haben es in den letzten Monaten gesehen. Wir hatten die grauenhafte Enthauptung des französischen Lehrers Samuel Paty, die dazu geführt hat, dass hunderte Schülerinnen und Schüler auch in Deutschland, in Berlin und anderswo Sympathiebekundungen für diese abscheuliche Tat gehegt haben. Das zeigt uns doch, dass wir ein Problem haben. Als wir den Konflikt hatten zuletzt in Israel, als die Bomben flogen der Hamas auf Israel, auf Tel Aviv und anderes, gab es auch Sympathiebekundungen. Es gab Flaggenverbrennungen, es gab übelste judenfeindliche Hassparolen, die geschrien wurden. Und das zeigt uns natürlich, dass es hier Handlungsbedarf gibt. Aber genau, wir machen das mit dem Ziel, unsere freiheitliche Gesellschaft zu bewahren, und wir machen das mit einem konstruktiven Impuls. Und ich will das sagen, wir machen das auch zusammen mit den vielen, vielen liberalen, gut integrierten Muslimen, die unsere Grundwerte teilen in Deutschland, die im Übrigen auch Opfer werden, immer wieder, und von Bedrohung von Islamisten in Deutschland. Und wir machen das nicht gegen diese Menschen. Und dieses Positionspapier haben wir einstimmig beschlossen. Das ist auch nicht so ein Stückwerk, wie Sie vorgelegt haben, sondern das ist ein ganz umfassender Handlungsansatz. Wir brauchen breite Grundlagenforschung in Deutschland. Wir haben über 200 Lehrstühle im Bereich Antisemitismus, Rechtsextremismus. Alles wichtig und notwendig. Wir haben aber keinen einzigen im Bereich des Islamismus. Und da müssen wir dringend in Deutschland was machen. Wir wollen eine Dokumentationsstelle politischer Islamismus, die wissenschaftlich arbeitet und Forschungsarbeit leistet, Dokumentationsarbeit zu den Aktivitäten des politischen Islamismus. Und wir wollen einen Expertenkreis einrichten, politischer Islamismus beim Bundesinnenministerium, der jedes Jahr Bundesregierung und Bundestag einen Bericht vorlegt zu den Entwicklungen im Bereich des Islamismus in Deutschland und die Verantwortungsträger sensibilisiert. Und ich kann Ihnen versichern, wir meinen das ernst. Wir werden noch in dieser Wahlperiode konkrete Schritte auch umsetzen. Und ich bin dem Bundesinnenminister, der heute nicht dabei sein darf, ausdrücklich dankbar, dass er diesen Weg mitbeschreitet und dass er das mit unterstützt. Denn eins ist auch völlig klar: Vereine und Verbände, die eine Gefahr für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung sind, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet werden, die können nicht gleichzeitig Partner unseres Staates sein, die können nicht mit finanziellen Mitteln unterstützt werden. Das muss in Zukunft beendet werden. Und ich will das noch mal sagen, die Zeit ist zu Ende, auch mit Blick auf meine Heimatstadt Hamburg. Da gibt es das Islamische Zentrum Hamburg. Das ist die Propagandazentrale des iranischen Mullah-Regimes in Deutschland. Die propagiert die Vernichtung Israels, die bestreitet das Existenzrecht Israels. Diese Organisation macht die Stadt Hamburg, der Senat, zu seinem Vertragspartner, während sie gleichzeitig einen Antisemitismusbeauftragten einrichtet. Das ist absoluter Wahnsinn. So etwas darf es nicht mehr geben. Wir brauchen Distanz, wir brauchen Ablehnung zu den Islamisten in Deutschland, und wir müssen sie genauso behandeln wie alle anderen politischen Extremisten auch. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am vergangenen Sonntag starb eine vierköpfige muslimische Familie bei einem rassistischen Anschlag im kanadischen London. Nach Auskünften der Sicherheitsbehörden steuerte der Fahrer eines Pickup-Trucks sein Fahrzeug gezielt in die Menschengruppe, um Muslime zu töten. Nur ein 9-jähriger Junge überlebte. Und Ereignisse wie dieser Anschlag in Kanada zeigen uns, dass es Gewalt, Diskriminierung und Rassismus gegenüber Muslimen gibt. Und dass es das auch in Deutschland gibt, hat der Anschlag in Hanau im Jahr 2019 gezeigt. Meine Damen und Herren, wir haben außerdem ein Problem neben Gewalt gegen Muslimen auch mit Diskriminierung von Muslimen in Deutschland. Es ist in Deutschland einfacher, mit dem Vornamen Anna oder Anton eine Wohnung zu finden, als mit dem Vornamen Mohammed oder Fatma. Und wir reden auch hier im Bundestag sehr häufig über muslimische Terroristen und Extremisten. Wir reden aber sehr selten über muslimische Unternehmerinnen, über Steuerzahler, über muslimische Ärzte, die es in Deutschland sehr wohl gibt und die sich, glaube ich, auch mal wünschen würden, dass wir über diese muslimische Mitte in Deutschland stärker reden. Es ist nämlich so, dass wir in den politischen Parteien und auch im Parlament oftmals nicht die nötige Sensibilität mitbringen für Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen bestimmter Gruppen, und dazu gehören auch Muslime. Und ich habe das selber erfahren, als ich hier im Bundestag vor einigen Monaten eine Rede gehalten habe, wo ich gegen die Diskriminierung von Muslimen etwas gesagt habe. Und ich habe daraufhin unheimlich viele Nachrichten bekommen aus der muslimischen Community. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Einladungen zum Fastenbrechen ich bekommen habe. Sehr freundliche Nachrichten, sehr großer Zuspruch, sehr großes Interesse auch an unserem politischen System. Und ich habe über die letzten Monate und Jahre mit diesen Menschen sehr intensiven und sehr guten Kontakt und Austausch gehabt. Und der besteht auch zum großen Teil bis heute fort. Bei einem Teil der Menschen und bei einem Teil derjenigen, die mir dort Nachrichten schreiben, hat sich die Kommunikation aber in den letzten Tagen und Wochen verändert. Und das hängt mit den antisemitischen Vorfällen zusammen, die es in den letzten Wochen in Deutschland gegeben hat, auch aus der muslimischen Community. Da werden Israel-Fahnen angezündet, der Polizeischutz für Synagogen muss intensiviert werden. Wir erleben, dass Transparente hochgehalten werden auf Versammlungen, wo viele Muslime hingehen, wo der Holocaust offen relativiert wird. Und wer sowas macht, der hat mit dem erbitterten Widerstand hier aus dem Parlament zu rechnen und der kann keinerlei Toleranz erwarten. Und meine Damen und Herren, ich habe das dann so auch entsprechend kommuniziert. Ich würde gerne fortfahren und habe das entsprechend thematisiert und habe interessante Nachrichten bekommen, die mich aber sehr traurig gemacht haben. Und die Nachricht, die mich eigentlich am traurigsten gemacht hat, die ich bekommen habe von Muslimen, war die Nachricht: Wir hätten nicht gedacht, dass du dich auch von Juden kaufen lässt. Das ist eine im Kern antisemitische Aussage. Und sie zeigt uns, dass es einen spezifischen Antisemitismus in muslimischen Milieus gibt. Und wer über antimuslimischen Rassismus spricht, wer darüber spricht, dass es gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegenüber Muslimen gibt, der darf nicht dazu schweigen, dass es auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gibt, die in muslimischen Communities kultiviert und weitergegeben wird. Und das ist ein großes Problem. Und ich erwarte, dass innerhalb der muslimischen Communities daran gearbeitet wird. Ich habe andere Nachrichten bekommen, da wurde gesagt, wir dachten, du bist einer von uns. Wir dachten, du stehst auf unserer Seite. Und ich erwarte auch, dass man innerhalb der muslimischen Communities mal von dieser Gruppenbezogenheit wegkommt. Vom Wir oder Ihr, vom Wir oder Die. Es gibt nämlich für Muslime in Deutschland, und die meisten und sehr viele wissen das, auch so etwas wie eine individuelle Verantwortung, zu reflektieren, was es für Radikalisierungsmechanismen in der eigenen Community gibt. Stichwort Antisemitismus, Stichwort Homophobie. Und das brauchen wir. Wir brauchen mehr innermuslimische Debatten. Wir brauchen mehr Religionsunterricht auf Deutsch. Am besten mit Imamen, Geistlichen, die in Deutschland nach unseren Standards ausgebildet werden. Wir brauchen mehr Pluralismus in den muslimischen Communities, mehr individuelle Verantwortung, mehr Pluralismus und weniger Pauschalisierung in beide Richtungen. Das wäre ein richtiger und ein guter Schritt. Und deswegen, meine ich, sollten wir diesen Weg gehen. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat nun Professor Dr. Lars Castellucci das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der letzten Sitzungswoche waren wir, denke ich, alle auch unter dem Eindruck der Demonstrationen, die an dem Wochenende und den Tagen davor stattgefunden haben, die die Kampfhandlungen in Israel und Palästina zum Anlass genommen haben, hier in Deutschland auch auf die Straßen zu gehen. Und ich will sagen, man kann in diesem Land demonstrieren, von seinem Demonstrationsrecht Gebrauch machen, wenn man das im Rahmen der Gesetze und im Rahmen der gegebenen Regeln tut. Aber hier ist an einigen, ich betone, an einigen Stellen das Demonstrationsrecht missbraucht worden. Es ist gegen Jüdinnen und Juden Hass und Hetze auf den Straßen gewesen. Es wurden Flaggen verbrannt. Es wurde vor Synagogen gezogen. Es wurde Sachbeschädigung gemacht seit vielen Jahren wieder auch an Gotteshäusern. Und das, ich kann es nicht anders sagen, das war ein Mob auf deutschen Plätzen und Straßen, den ich in diesem Land nicht sehen will. Und dieser Mob hat die volle Härte des Rechtsstaates verdient. Schon länger ist es so, dass ich habe da mit einigen Gemeinden gesprochen, die betroffen waren, dass aufgerufen wird, die Kippa nicht in der Öffentlichkeit zu tragen, dass Gottesdienste in diesen Tagen sogar abgesagt wurden, weil man nicht für die Sicherheit der Menschen, die in diese Gottesdienste gehen wollen, garantieren kann. Und ich sage ganz klar, das ist beschämend für dieses Land. Und wir dürfen nicht nachlassen, bis in diesem Land jeder, egal welcher Religion, ohne Angst und ungehindert auf die Straße und zu seiner Religionsstätte gehen kann. Das ist unverzichtbar. Die AfD, die sich ja jetzt hier schon wieder lärmend bemerkbar macht, hat einen Antrag vorgelegt, von der sie sogar im Ansatz etwas verstehen könnte, wenn man das mal liest, was sie hier geschrieben haben. Ich zitiere. Sie schreiben hier ganz am Anfang ihres Antrags, dass sehr viele Muslime Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und Religion haben, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind. So, davon verstehen Sie allerdings etwas, denn Sie selber haben ja viele in Ihren Reihen, die Einstellungen haben zu Demokratie, Rechtsstaat und Religion, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar sind. Von Ihnen haben wir da sicherlich keine Ratschläge nötig. Und Sie könnten sich auch mal ein bisschen überlegen, mit etwas Selbstdistanz, die Ihnen natürlich komplett fremd ist, warum der Zentralrat der Juden sich immer wieder dagegen verwahrt, von Ihnen vereinnahmt zu werden und sagt, Ihre Unterstützung im Kampf gegen Antisemitismus wird nicht benötigt. Radikalität und Extremismus jeder Form, jeder Couleur lehnen wir ab und müssen wir uns entgegenstellen. Aber die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Der Feind der Demokratie und die antisemitischen Übergriffe in diesem Land gehen auf das Konto von rechts. Das ist das, was die Zahlen uns sagen. Und deswegen ist unsere erste Aufgabe, dem verlängerten Arm dieser Extremisten im Land, der in den deutschen Parlamenten sich breitmacht, in Gestalt ihrer Partei, den Kampf anzusagen. Und den sage ich Ihnen hiermit auch an. Wer Radikalität entgegenwirken will, der muss drei Dinge tun. Und das erste ist tatsächlich der starke Rechtsstaat. Und jetzt will ich auch mal den Koalitionspartner ansprechen. Ein starker Rechtsstaat und Repression heißt eben nicht immer nur, dass man eine neue Gesetzesverschärfung erfindet, sondern wir müssen in allererster Linie dafür sorgen, dass die Gesetze, die wir haben, auch umgesetzt werden. Eines der Beispiele aus Mannheim. Wir hatten über 500 Teilnehmende an der Demonstration in Mannheim. Die Polizei dort hat es geschafft, dass bei fast zwei Dritteln der beteiligten Personalien festgestellt worden sind und dass mit den Ton- und Videoaufnahmen, die dort gemacht worden sind, nun ein Abgleich stattfinden kann. Ich bin sicher, dass wir in Mannheim eine hohe Aufklärungsquote haben werden und die Personen, die Fahnen verbrennen und die sich antisemitisch äußern, zur Rechenschaft gezogen werden können. Fragen Sie mal in anderen deutschen Städten, was dort passiert ist. Dort hatte die Polizei zum Teil Mühe, alleine diese Demonstrationen abzuriegeln oder zu verhindern, dass sie vor die dortige Synagoge ziehen. Und deswegen, es kommt auf die Umsetzung unserer Gesetze an. Wir müssen unsere Behörden, wir müssen die Polizei stärken, mit den Ressourcen ausstatten, die sie braucht. Und sie braucht auch unser Vertrauen und unsere Rückendeckung für den schwierigen Auftrag, den sie für uns alle wahrnehmen. Mehr noch als das.
Warum ist es eigentlich in Deutschland so, dass man jedes blöde Paket, das man von irgendwo vielleicht bestellt hat, nachverfolgen kann, wo es gerade irgendwo im Stau steht, wenn man aber eine Anzeige macht, nicht weiß, wo steht eigentlich das Verfahren? Ich schlage Ihnen mal vor, dass wir ein Dashboard entwickeln, in dem jeder, der irgendwo eine Anzeige macht, jederzeit nachschauen kann, wo das Verfahren steht, bis es zu einer Verurteilung gekommen ist. Das wäre mal ein Fortschritt. Und wissen Sie, was der erste Schritt dazu gewesen wäre? Der erste Schritt dazu wäre gewesen ein periodischer Sicherheitsbericht. Der ist diesem Parlament auch versprochen worden. Und was bis zum heutigen Tage eben nicht in dieser Legislaturperiode vorliegt, ist der periodische Sicherheitsbericht, der uns möglicherweise Auskünfte zum Verlauf von Strafverfahren und zu ihrer Aufklärung hätte geben können. Das ist ein schweres Versäumnis des Innenministeriums. Und das ist an dieser Stelle, wenn man schon Probleme ansprechen muss, auch klar zu kritisieren. Kollege Castellucci, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus den Reihen Ihres Koalitionspartners? Mit Blick auf die Zeit gestatte ich das derzeit nicht. Der zweite Punkt, um den wir uns kümmern müssen, ist die Prävention. Radikalisierung fällt nicht vom Himmel. Und wir haben ganz unterschiedliche Fälle. Wir haben Menschen, die neu zu uns kommen, das ist wahr, die vielleicht von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in ihrem Leben noch nie viel mitbekommen haben. Aber wir haben eben auch die vielen, die im Land bereits sind und rechte, antisemitische, demokratiefeindliche Einstellungen haben, weil sie uns irgendwo verloren gegangen sind. Dafür braucht man mehr Arbeit, dafür braucht man Demokratiearbeit, dafür braucht man Strukturen, da muss man die Menschen stärken, die sich für Demokratiearbeit einsetzen. Und deshalb ist es ein starkes Stück. Herr de Vries, Sie sprechen davon, dass Sie ein Positionspapier haben in der Fraktion. Das ist ja wunderbar. Ich sage Ihnen mal, was ich habe. Ich habe einen Beschluss des Kabinettsausschusses für ein Demokratiefördergesetz. Ich habe ein Eckpunktepapier im Bundeskabinett. Und Sie halten diese wichtige Arbeit hier im Parlament an. Damit versündigen Sie sich an der inneren Sicherheit. Und es wird auf Sie zurückfallen, wenn wir die Zahlen in der Zukunft haben. Und ein letzter Punkt, und da kann ich direkt an den Kollegen Kuhle anschließen. Der letzte Punkt, den wir brauchen gegen Radikalisierung, ist, an einem Wir in diesem Land zu arbeiten, dass die Menschen, die in diesem Land leben, die sich an die Gesetze halten, die hier Steuern zahlen, Arbeitsplätze schaffen oder einfach nur gucken, dass sie über die Runden kommen und ihre Lieben ernähren, dass hier alle das Gefühl haben können, ein Teil, gleichberechtigter Teil dieses Landes zu sein. Und an diesem Wir müssen wir alle und tatsächlich alle gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Ulla Jäbke für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die AfD arbeitet sich mit den vorliegenden Anträgen, auch mit dem Beitrag heute wieder von Herrn Baumann, einmal mehr ihrem Lieblingsfeindbild ab, nämlich den Islam. Sie schürt Angst und Hass gegen Muslime. Keine andere Bevölkerungsgruppe wird von der AfD so systematisch demonisiert. Dem gilt es entschlossen entgegenzutreten, meine Damen und Herren. Denn wir dürfen nicht zulassen, dass ständig Generalverdacht und Demokratiefeindlichkeit gegen Muslime behauptet wird. Das wird auch schon im Grundsatzprogramm der AfD heißt es in einer Zwischenüberschrift, der Islam im Spannungsverhältnis zu unserer Werteordnung. Millionen von muslimischen Bürgerinnen und Bürgern werden hier unter Generalverdacht der Demokratiefeindlichkeit gestellt. Doch damit entlarvt sich in erster Linie die AfD selbst als Verfassungsfeindin. Denn niemand darf wegen seines Glaubens oder seiner religiösen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Das ergibt sich aus dem Grundrecht der Religionsfreiheit und dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Die Linke sagt dazu ganz klipp und klar, der Islam gehört zu Deutschland ebenso wie die Menschen, die ihn leben. Und meine Damen und Herren, die AfD unterstellt pauschal, ich zitiere, nicht wenige Muslime vertreten eine Form von Islamismus. Dazu jongliert sie mit zweifelhaften Zahlen in ihren Anträgen
um das Gespenst von vermeintlich 100.000 gewaltbereiten Muslimen an die Wand zu malen. Ich bin mir sicher, würde man eine Studie unter den Anhängern der AfD machen, dann sehe dort die Zustimmung, die Zustimmungswerte zu Demokratie, Rechtsstaat und Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen weitaus schlechter aus als bei den meisten Muslimen. Die AfD will islamistische Vereine kurzerhand verbieten lassen. Bei aller Kritik an der dort gepflegten reaktionären Auslegung des Islam halte ich eine solche Forderung schlicht für grundgesetzwidrig. Dem Staat ist es nicht gestattet, Religionsinhalte zu kontrollieren. Glaubensinhalte sind selbst dann von der Religionsfreiheit geschützt, wenn sie als verfassungsfeindlich anzusehen sind. Andernfalls müssten auch so manche evangelikalen Eiferer oder stockkonservative Ultras ein Verbot fürchten. Jeder darf glauben, was er will, Frau von Storch, auch wenn er an seine muslimische Verschwörung glaubt, wie offenbar die AfD. Verboten ist es allerdings, auf Grundlage von Glaubensüberzeugung Straftaten zu begehen. Das sollten sich die Gefolgsleute der AfD mal reinziehen. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Wo Islamisten, Nazischläger oder andere Fanatiker zur Gewalt gegen Andersdenkende aufrufen, wo sie Spenden für Terrorgruppen sammeln, da gibt es genug rechtliche Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, bis hin zu Verboten. Leider gibt es tatsächlich eine ganze Reihe hochproblematischer Islamverbände, in denen sich Moslembrüder, Graue Wölfe und Agenten Ankaras tummeln. In denen gegen Christen und Juden vermeintlich Ungläubige gehetzt wird. Zum Glück repräsentieren diese islamistischen Vereinigungen nur einen Bruchteil der Muslime, Frau von Storch. Umso mehr ist es ein Skandal, wenn zum Beispiel solche Verbände gerade unter dem CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Laschet der rote Teppich ausgerollt wird. Erst im Mai beschloss die NRW-Regierung, dass der türkische Islamverband DİDİB beim Islamunterricht an staatlichen Schulen mitbestimmen darf. Und da, finde ich, muss ganz klar heißen, Erdogans langer Arm hat in deutschen Klassenzimmern nichts verloren. Und meine Damen und Herren, es hat leider auch viel mit antimuslimischem Rassismus, mit der Erfahrung von Ausgrenzung und Diskriminierung zu tun, dass solche rechten islamistischen Gruppen weiterhin Zulauf haben. Statistisch gesehen findet in Deutschland jeden zweiten Tag ein Angriff auf eine Moschee, eine muslimische Einrichtung, einen muslimischen Repräsentanten statt. Hinzu kommt eine Vielzahl von Übergriffen auf Muslime. Muslimas werden auf offener Straße angespuckt, beschimpft und die Kopftücher abgerissen. Die rechten Terroranschläge in Halle 2019 und Hanau 2020 mit 9 Toten haben verdeutlicht, wie sich Rassismus und Antisemitismus und Hass auf Muslime einen brandgefährlichen Weltbild verbinden. Die Linke fordert, Islamfeindlichkeit muss ebenso entschieden bekämpft werden wie Antisemitismus und andere Formen des Rassismus. Wir brauchen echte Gleichberechtigung, unabhängig von Herkunft, Religion und Staatsbürgerschaft. Wir brauchen soziale Sicherheit, gute Bildung, demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten für alle, die hier leben. Das ist zugleich die beste Prävention gegen ein Abgleiten in Islamismus oder in eine andere Form von Fundamentalismus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Dr. Irene Mihalic das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, über 5 Millionen Musliminnen und Muslime leben in Deutschland, so die jüngste Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu muslimischem Leben in Deutschland. Das sind um die 6,5% der Gesamtbevölkerung. Knapp die Hälfte, nämlich 47%, haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Die AfD erwähnt diese Studie zwar in ihrem Antrag, reißt sie aber völlig aus dem Zusammenhang, vor allem die zusammenfassende Analyse auf Seite 11 scheint ihr nämlich nicht zu gefallen. Ich zitiere: Der Einfluss der Religion auf die Integration wird häufig überschätzt. Aus den Analysen ergibt sich, dass zwischen Musliminnen und Muslimen sowie Personen, die ebenfalls einen Migrationshintergrund aus den berücksichtigten muslimisch geprägten Herkunftsländern haben, aber einer anderen Religion angehören, kaum Unterschiede im Hinblick auf die betrachteten Integrationsindikatoren bestehen. Dieses Ergebnis passt der AfD nicht, weil da steht nämlich im Kern, die Religion spielt keine Rolle. Und deshalb sagen Sie, es muss einfach eine neue Studie her, damit Sie etwas haben, auf dem Sie Ihr rassistisches und islamfeindliches Süppchen kochen können. Da kann ich nur sagen, nicht und niemals mit uns, meine Damen und Herren. Selbstverständlich ist Integration kein einfacher Weg und ganz sicher auch keine Einbahnstraße. Die BAMF-Studie zeichnet da ein sehr konkretes und auch realistisches Bild. Aber am Ende ist es doch so, wer Integration einfordert, muss sie auch selber wollen, aber das tun Sie nicht. Die hartnäckigsten Integrationsverweigerer, das sind Sie von der AfD, und zwar in jeder Hinsicht. Integrationsverweigerer, weil Sie nicht wollen, dass Migrantinnen hier in unserer Gesellschaft ankommen. Integrationsverweigerer aber auch, weil sie sich selbst nicht integrieren wollen in unsere Gesellschaft, in unseren demokratischen Rechtsstaat. So betrifft das, was Sie an Muslimen in Ihrem Antrag beim Thema Demokratie kritisieren, doch Sie in gleichem Maße. Gerade UnterstützerInnen der AfD haben laut der Leipziger Autoritarismusstudie 2020 ein besonders kritisches Verhältnis zur Demokratie. Dort kann man nämlich nachlesen, der Demokratie als Staatsidee gilt zwar weiterhin die hohe Zustimmung der AfD-Wählerschaft, aber diese wird nur unter Vorbehalt gegeben. Das, was unter dem Begriff der Demokratie verstanden wird, ist höchst zweifelhaft, erreicht diese Gruppe doch konstant hohe Werte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Gewaltbereitschaft, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus. Dementsprechend sind auch die meisten AfD-Wählerinnen und Wähler damit unzufrieden, wie die Demokratie in der Bundesrepublik funktioniert. Zitat Ende. Oder nehmen wir mal die Zustimmung zu folgender Aussage: Der Staat sollte berechtigt sein, schwere Verbrechen mit dem Tod zu bestrafen. Das sagt auch Thomas Seitz. Nach allem, was ich weiß, kein Muslim, aber Mitglied der AfD. Das alles zeigt, problematische Einstellungen bis hin zur Verfassungsfeindlichkeit, meine Damen und Herren, stehen nicht im Zusammenhang mit der Religion. Die AfD ist selbst der beste Beweis dafür. Solche Einstellungen finden wir in allen Lebenswelten unserer Gesellschaft. Und deshalb müssen wir Radikalisierungsprozessen durch zivilgesellschaftliche Präventionsarbeit vorbeugen, meine Damen und Herren. Leider tun wir immer noch viel zu wenig. Und an die Bundesregierung und an die Koalitionsfraktionen gerichtet muss ich sagen, dass es wirklich ein Armutszeugnis ist, dass sie es in den letzten 4 Jahren nicht geschafft haben, ein ordentliches Demokratiefördergesetz hier im Deutschen Bundestag auf den Weg zu bringen, dass die zahlreichen zivilgesellschaftlichen Initiativen in unserem Land endlich auf eine solide finanzielle Basis stellt. Integration und gesellschaftlichen Frieden gibt es nicht zum Nulltarif. Wer hier spart oder nichts tut, der fördert Kräfte wie die AfD und ihr hochgefährliches Umfeld genauso wie andere demokratiefeindliche Bestrebungen. Und selbstverständlich ist auch der Islamismus eine solche Bestrebung, die wir mit aller Schärfe in den Blick nehmen müssen. Wir als Grüne haben deshalb bereits in der letzten Wahlperiode einen Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz als Erste gefordert, weil wir die Sorge hatten, dass das Umfeld des Täters nicht genügend beleuchtet wird. Und diese Sorge wurde durch die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses ja auch bestätigt. Und übrigens, wenn es nicht so traurig wäre, es gab eigentlich keine Fraktion, die sich so wenig
an der Aufklärung des schwersten islamistischen Anschlags in der Bundesrepublik beteiligt hat, wie die AfD-Fraktion. Das ist aber auch kein Zufall, denn Ihnen geht es ja auch nicht um Aufklärung oder um die Lehren daraus. Sie sind nur auch hier an den Ergebnissen interessiert, die Ihnen in Ihren rassistischen Kram passen. Die Verhinderung solcher Anschläge und die Abwehr entsprechender Gefahren interessiert Sie eigentlich nicht. Und genauso ist es mit den Anträgen der AfD. Vordergründig scheint es um Studien zu gehen, aber eigentlich lehnen Sie Wissenschaftlichkeit zutiefst ab. Vordergründig geht es um Radikalisierung, aber eigentlich wollen Sie nur Muslime stigmatisieren. Vordergründig thematisieren Sie Demokratie und Rechtsstaat, aber eigentlich pushen Sie mit aller Energie Desintegration, Menschenfeindlichkeit und verfassungsfeindliche Einstellungsmuster. Diesem hassbasierten Politikmodell erteilen wir mit jedem Atemzug und aus tiefster Überzeugung eine ganz klare Absage. Ganz herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Marian Wendt für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pandemie geht und damit kehrt die AfD zu den alten bekannten Mustern und Feindbildern wie den Muslimen zurück. Sie wollen damit wieder ein paar Prozentpunkte erhaschen beim Wähler, aber ich glaube, und das hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutlich gezeigt, der Wähler lässt sich nicht von Ihnen spalten. Er will keine Spaltung des Landes, er will klare Führung, er will Einhalt und braucht nicht Ihre Radikalisierung. Dieser Weg werden konsequent von uns aufgezeigt, und Sie werden bei der Bundestagswahl auch damit keinen Erfolg mehr haben, wenn Sie unser Land weiter spalten wollen. Zur Demokratie gehört, und das ist richtig, dass man seine Meinung frei äußern und auch demonstrieren dafür kann. Sie ist dafür da, Minderheiten und andere Positionen, die nicht der Regierungsmeinung entsprechen, auch zu schützen. Und das ist gut so. Unsere Grundrechte sind ein hohes Gut in unserer Bundesrepublik. Sie stehen am Anfang unserer Verfassung und sind die Leitlinien unseres Handelns im Alltag. Regierung, Bundestag und Justiz bindet dieses Recht und Gesetz unmittelbar. Aber Kollege Wendt, ja? Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Gerne. Abgeordneten von Storch? Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Wendt, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade gesagt, die Pandemie geht. Wir nehmen das alle mit Freude zur Kenntnis, dass auch die festgestellten Inzidenzen, welchen Wert auch immer sie haben, deutlich fallen, unter 20. Deswegen frage ich Sie, wird die Fraktion von CDU/CSU morgen den Tagesordnungspunkt 19 absetzen von der Tagesordnung, Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite? Wenn Sie jetzt hier gerade gesagt haben, die Pandemie geht, dann werden wir das doch nicht mehr brauchen und nicht mehr feststellen müssen. Auf meinem Plan steht es noch drauf. Bereits in dem Verb gehen kommt zum Ausdruck, dass jemand nicht weg ist, sonst hätte ich gesagt, die Pandemie ist weg. Und es bedeutet, dass wir auf einem guten Weg sind, dass sie bald weg ist. Die Feststellung des Fortbestehens der epidemischen Lage ist weiter aus unserer Sicht notwendig, damit wir auch im September spätestens sagen können, die Pandemie ist weg. Deswegen stimmen Sie lieber unseren Anträgen zu, machen Sie konstruktive Arbeit, damit wir auch sagen können, Corona ade. Kommen wir zurück zur Debatte. Es ist wichtig, dass wir diese Grenzen, die ich aufgezeigt habe, haben. Es geht aber um den individuellen Schutz von Grundrechten. Aber es ist für uns und für mich auch nicht hinnehmbar. Und es ist unerträglich, wenn diese Rechte ausgenutzt werden und die Gewalt der Hamas ganz konkret, die sie im Nahen Osten durchsetzt und aufführt, auf Demonstrationen in Deutschland seine Fortsetzung findet. Es ist für mich nicht hinnehmbar und es ist unerträglich, wenn auf Demonstrationen in unserem Land israelische Fahnen verbrannt und Hass gegen die Juden geschürt wird. Es ist unerträglich, wenn in Berlin oder anderswo Juden wegen des Tragens einer Kippa attackiert werden. Wir dürfen das nicht hinnehmen und wir werden das auch künftig nicht hinnehmen. Und die Taten, die Attentate gegen Walter Lübcke von Hanau, von Dresden, haben bereits leidvoll uns aufzeigen lassen, dass wir viele Probleme natürlich haben mit politisch motivierter Gewalt. Und deshalb ist es richtig, dass wir in den nachfolgenden Debatten den Verfassungsschutz stärken, die Polizei stärken, die Prävention verbessern. Jede Tat ist eine zu viel.
Und ich bin Herrn Kollegen Castellucci sehr dankbar für dieses Mannheimer Beispiel. Es braucht nämlich nicht nur Recht und Gesetz, es braucht auch eine konsequente Unterstützung der Polizei und Justiz, die dieses Recht und Gesetz durchsetzen muss. Und dazu ist es entscheidend, dass die politische Führung eines Hauses, ein zuständiger Innenminister, auch loyal und hinter seiner Polizei steht, dass nicht jede Maßnahme in Frage gestellt wird. Ich bin froh, dass in Baden-Württemberg, wo die CDU mitregiert, kontrolliert wird, festgestellt wird und Datenmaterial von Video der Polizei ordentlich ausgewertet wird. Ich kann mir das in Berlin ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hier stellt sich der SPD-Innensenator immer kritisch gegen seine Polizei und hinterfragt jede einzelne Maßnahme. Es ist klar aus diesen Beispielen, die CDU steht für eine klare Unterstützung der Polizei für einen sicheren Staat. Bei der SPD muss man das leider hinterfragen. Es ist aber auch ein Fakt, und das stellen wir mit Bestürzung fest, dass natürlich Delikte mit antisemitischem Bezug einen starken Anstieg zu verzeichnen haben. Das hat viele Ursachen. Und ja, es gibt auch immer mehr junge Muslime, die Antisemitismus in sich tragen. Diese werden in Moscheen radikalisiert. Sie haben Erfahrungen in den Heimatländern, auch dort werden sie radikalisiert, oder sie haben Erfahrungen durch Krieg, Flucht und Vertreibung. Wir als Unionsfraktion und unser Sprecher Matthias Mittelberg hat das entsprechend vorgebracht, müssen deswegen ganz klar auch immer wieder fragen, wer Mitglied unseres Landes werden möchte, wer die deutsche Staatsbürgerschaft haben möchte, der kann nicht antisemitisch sein. Und es ist deswegen richtig und wichtig, daran zu knüpfen, wer Staatsbürger in unserem Land sein will, der kann nicht Antisemit sein, und wir werden das entsprechend auch umsetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Demokratie beinhaltet nämlich nicht nur Rechte des Bürgers, sondern auch Pflichten. Wir müssen füreinander einstehen. Wir müssen gemeinsam gegen Antisemitismus, gegen Islamismus, gegen Hass und gegen Extremismus einstehen. Dafür lohnt es sich, jeden Tag gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam, nicht spalterisch für unser Land. In diesem Sinne vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Linda Teuteberg für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Tagesordnungspunkt, finde ich, bietet auch Gelegenheit, kurz vor Ende dieser Legislaturperiode ein paar Anmerkungen zu machen zur Integrationspolitik dieser Großen Koalition, dieser Bundesregierung und vor allem dazu, was sie nicht geleistet hat. Dass wir in der Bundesrepublik Deutschland eine faktische Einwanderungsgesellschaft sind, wirft die Frage auf, geben wir uns damit zufrieden, dass das dann die normative Kraft des Faktischen ist? Oder geht es um die faktische Kraft des Normativen? Und unser politischer Anspruch sollte Letzteres sein. Wir brauchen eine Integrationspolitik, die zeigt, wir sind liberal, aber nicht naiv und die für unsere Werte einsteht. Die Werte, die auch viele Menschen dazu bringen, zu uns kommen zu wollen. Die Bundesregierung hatte eine Fachkommission eingesetzt, die sich mit den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit befassen sollte. Und nun ist es normal in einer offenen Gesellschaft, in der Demokratie, dass es auch Dissens gibt, Vielfalt, verschiedene Voten. Aber das Interessante ist doch, dass die Minderheitenvoten von Barbara John, Stefan Löwel und Daniel Thüm gerade Kernfragen betreffen, über die Konsens bestehen sollte in den Fragen der Integrationspolitik. Da geht es etwa darum, dass nicht mehrheitsfähig war, zu sagen, dass Integration vor allem auch eine Bringschuld der Menschen ist, die zu uns kommen, und nicht allein der Aufnahmegesellschaft oder des Staates, sondern auch eine individuelle Anstrengung zur Integration. Was ganz wichtig ist, was ebenfalls problematisch ist an diesem vorgelegten Bericht, ist, dass aus der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität im Hinblick auf antisemitische Taten falsche, fragwürdige, verharmlosende Schlussfolgerungen gezogen werden. Und ganz wichtig auch für die Debatte über Migration und Integration: Es war auch nicht möglich, mit Mehrheit in dieser Kommission festzustellen, dass die rechtsstaatliche Steuerung von Migration eine wichtige, legitime Aufgabe unseres demokratischen Rechtsstaates ist
Und manche Probleme wie islamistischer Terror oder Clankriminalität werden völlig untergewichtet. Deshalb, wir brauchen eine seriöse Migrationsforschung, eine, die anders als der Bericht dieser Kommission auch wirklich Leitlinien für pragmatische Politik gibt, die von wissenschaftlicher Redlichkeit und nicht von politischem Aktivismus geprägt ist. Denn was wir brauchen, sind klare Anforderungen für Menschen, die zu uns kommen. Was erwarten wir? Und wir müssen auch konsequent trennen zwischen der humanitären Verantwortung, die wir wahrnehmen wollen, humanitärer Zuwanderung und andererseits Fachkräftezuwanderung. Für all das brauchen wir eine gute gesellschaftliche und politische Debatte. Die werden wir führen müssen, und zwar auch in diesem Bundestagswahlkampf und danach. Und da müssen wir zeigen, was bei uns nicht toleriert wird und was unsere Vorstellungen von gelingender Integration sind. Lassen Sie uns diese Debatte führen. Sie ist überfällig. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Helge Lind für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe seit gestern heftige, hämmernde Kopfschmerzen, seit ich in der Nacht die vier Anträge der AfD gelesen habe, ist es eine manifeste Migräne geworden. Diese Migräne ist aber nichts gegenüber den Kopfschmerzen, und das ist noch harmlos ausgedrückt, gegenüber dem dauerhaften Schmerz, den eine solche Haltung, wie sie in den Anträgen dokumentiert ist, aber auch in den Diskursen, die sich darum bewegen, die Musliminnen und Muslime und Menschen, die als migrantisch identifiziert werden in diesem Land, seit Jahren tagtäglich erleben. Und darüber sollten wir mal sprechen. Und ich ziehe das auf mit einer Anspielung auf Bill Clinton. Das berühmte ist the economy stupid. Und ich nenne es mal it's the language stupid. Und dann gucken wir uns die Sprache mal an. Und wir stellen fest, übrigens auch im Titel der heutigen Debatte, da findet man auch auf der Seite des Bundestages einerseits Integrationsprobleme, kulturelle Prägung, andererseits politisch-religiöse Einstellungen. Und in einem Untertitel findet sich dann auch noch Antragsberatung zu Integrationspolitik. Alles wieder sauber zusammengerührt. Religion, Islam, Integration, Migration. Es gibt in diesem Land, nur als leichte Anleitung, Musliminnen und Muslime, die hier geboren sind, die man nicht integrieren muss, im Gegensatz zur AfD-Fraktion. Vielleicht wäre das eine Überlegung, der man sich mal annähern könnte. Und dann findet sich interessanterweise bei der ganz frisch in der Zeit vorgestellten Studie von Ruud Koopmans, die Sie sicher sehr begrüßen werden, findet sich in dem Link folgende Wortfolge: Islam, Deutschland, Forschung, Extremismus, Kopftuch. Interessant. Das ist dieses Bild, dass wir, ich spreche jetzt mal von wir, als gesellschaftlichen Diskurs seit Jahren, seit Jahrzehnten vermitteln, auch noch orchestriert von Titeln in Magazinen mit Beten Muslimen, bärtigen Männern und Ähnlichen. Das sind die Bilder, die wir vermitteln und die wir auch sprachlich vermitteln, und Sie machen das ganz besonders. Und dann noch ein drittes. Sie, wieder die Sprache, sprechen ja von Verhaltenskultur und kulturellen Prägung und verhaltenskulturellem Agieren. Das Interessante ist an Ihrem Antrag, das, was Sie als Muster beschreiben, Parallelgesellschaft, Probleme mit der Religionsfreiheit, Probleme mit der Toleranz, traditionelle Frauenfeindlichkeit, Probleme mit der bürgerlich-westlichen Werteordnung, passt genau auf Sie. Das ist entweder unfreiwillige Komik oder ungeahnte Selbstkritik. Sie können sich's aussuchen. Sie sagen aber weiter, ja, Verhaltenskultur. Und das ist nicht zufällig, das hat System. Was Sie nämlich machen, ist eine Kulturalisierung des Diskurses und im Übrigen, man muss nur den Antrag lesen, ich habe es getan, eine Kulturalisierung der Kriminalpolitik, die sich in den Statistiken wünschen. Und das ist ein durchschaubares Spiel. Denn der Rassismus von heute, der kommt nicht mehr
platt biologistisch her, einfach nur mit dem Rassebegriff, sondern der verkauft sich als Kultur. Deshalb auch bei Ihnen ganz gezielt der Begriff Verhaltenskultur. Und das, was Sie machen, um es beim Namen zu nennen und anstreben, ist eine Rassifizierung des deutschen Rechts. Nichts anderes. Die AfD will eine Rassifizierung des deutschen Rechts. Und es hat noch mehr System. It's the language, stupid. Verhaltenskulturell. Lesen Sie mal Max Weber. Aber Sie haben ja ein gewisses Nichtverhältnis zur deutschen Geistesgeschichte in der AfD. Und er unterscheidet zwischen Handeln, subjektiven Handeln, das machen Individuen, Subjekte, und Verhalten. Bei Muslimen kommen sie natürlich mit Verhalten. Verhalten ist geistesgeschichtlich im Deutschen sowas wie rein reaktiv, instinktiv. Und damit kommen wir zum entscheidenden Punkt. Was machen wir eigentlich in diesen Debatten über Musliminnen und Muslime? Was machen wir tagtäglich mit unserer Bevormundung und unserem paternalistischen Gestus? Und da geht es mir nicht um abstrakte Identitätsdebatten. Es geht mir nicht ums Feuilleton. Die Diskurse sind mir in diesem Moment völlig egal. Es geht mir darum, was für eine Botschaft senden wir, Sie mit Ihrem Antrag, aber auch wir mit vielen Debatten, die wir hier führen und wie wir sie führen. Was senden wir für eine Botschaft an den Chemieunternehmer, der Vater meines Mitarbeiters ist? Was senden wir für eine Botschaft, und der muslimisch ist und sich so versteht? Was für eine Botschaft senden wir an die muslimische Akademikerin, die Influencerin im Netz ist? Was für eine Botschaft senden wir an den muslimisch identifizierten Mitarbeiter des Saaldienstes hier im Bundestag? Und was für eine Botschaft senden wir an die muslimisch gelesene Frau, die mir heute Morgen bei Dussmann das Brötchen gereicht hat? Was senden wir aus an Sie? Wie sprechen wir darüber? Was meinen Sie, wie empfinden das diese Person, wenn man darüber spricht, ja, ihr seid ja gut integriert oder liberal oder toll, wie ihr das friedliche Zusammenleben garantiert? Ich würde, wenn ich muslimisch wäre, muslimisch identifiziert würde, ich hätte die Schnauze voll in diesem Land und tagtäglich. Es ist doch Grundverständnis hier in Deutschland, dass jeder Mensch, der hier lebt, als Subjekt Würde hat, Anerkennung erfährt, respektiert wird und sich nicht zu erklären hat und sich nicht zu rechtfertigen hat. Es gibt Religionsfreiheit im Grundgesetz. Das heißt, man hat die Freiheit zu glauben. Man hat aber auch die Freiheit, nicht zu glauben. Und jetzt kommt's. Man hat damit auch die Freiheit, sich nicht erklären zu müssen, ob man glaubt oder nicht glaubt, und sich nicht bekennen zu müssen zu seinem Bekenntnis. Man hat die Freiheit, und jeder Christ in diesem Land hat das selbstverständlich, nicht sich rechtfertigen zu müssen für seinen Glauben oder Nicht-Glauben, nicht eine wandelnde Kategorie zu sein und als Subjekt wahrgenommen zu werden und nicht immer als Repräsentant des Islam. Und verdammt nochmal, und das regt mich auf, wenn wir das nicht endlich schaffen, diese gleichberechtigte Anerkennung allen Musliminnen und Muslimen in diesem Land zu gewähren und zu überwinden, was wir mit der sogenannten Islamkritik, Ihren Anträgen, aber auch vielen unserer Beiträge, ich nehme mich selbst mit ein, leisten, Kollege, dann versündigen wir uns gegen den Unternehmer, gegen die Mitarbeiterin von Dussmann, gegen die Influencerin und auch gegen all die anderen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Christoph Bernstiel das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, die AfD hat heute mehrere Anträge aufgesetzt, die mehr oder weniger unter dem Titel Islamismus, Islamismusprävention zusammengefasst werden können. Dazu zunächst zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Zum Ende der Legislaturperiode ist es der AfD tatsächlich gelungen, ihre Anträge besser zu schreiben als noch am Anfang der Legislaturperiode. Leider sind sie noch sehr weit davon entfernt von dem, was man einen guten und fundierten Antrag nennt. Zweitens. Sie sind sehr gut, liebe AfD, im Anprangern und Großmachen von real existierenden Problemen. Beim Anbieten von praxistauglichen Lösungen sind Sie allerdings ein Totalausfall, das muss man so sagen. Und jetzt müssen Sie ganz tapfer sein, auch das müssen Sie sich anhören. In der Methodik
Sind Sie jetzt auf dem Niveau angekommen der lieben Kollegen von der Linksfraktion? Die machen nämlich genau das Gleiche. Real existierende Probleme sehr groß, aber bei den Lösungen hapert es dann doch tatsächlich. Also insofern sind sich doch die beiden Ränder hier im Parlament wieder näher, als sie das vielleicht lieb ist. Nun konkret zu Ihren Anträgen oder einem Antrag. Sie fordern ja unter anderem darin, dass islamische Predigten nur noch in deutscher Sprache stattfinden sollen. Das zeugt von zweierlei völliger Unkenntnis, einmal unseres eigenen Rechtssystems, aber auch der Thematik des Koran. Sie wissen, wenn Sie sich näher damit beschäftigen, dass es sehr schwierig ist, den Koran zu übersetzen, weil er nach strenger Glaubensvorschrift so geschrieben ist, dass er in Originalsprache gesprochen werden soll, damit er sich reimt, damit er melodisch ist. Und wenn Sie das fordern, den Koran sozusagen nur noch in Deutsch zu zitieren, dann frage ich Sie doch, wie machen Sie es dann mit der katholischen Kirche? Wollen Sie dann in Zukunft auch verbieten, dass katholische Predigten nicht mehr in Latein gehalten werden dürfen? Das ist komplett unlogisch und auch wirklich Unsinn in Ihrem Antrag, meine Damen und Herren. Und ja, dann fordern Sie mehr Prävention. Mehr Prävention von Dingen, die die Bundesregierung bereits tut. Sie weisen explizit auf das Programm Demokratie Leben hin, was ja vom Bundesinnenministerium maßgeblich gefördert wird. Aber einen entscheidenden Punkt, wenn es um das Thema Deradikalisierung und sozusagen Prävention von Islamisierung geht, den lassen Sie völlig außen vor. Sie beschränken sich auf die Moscheen. Und jetzt gucken wir mal, das BKA hat dazu eine sehr interessante Studie auch veröffentlicht. Was sind die drei wichtigsten Faktoren, wo sich Menschen in unserem Land radikalisieren? Top 3, der Freundeskreis, der Besuch in der Moschee und auf Platz 3 das Internet. Und das Internet ist in diesen Debatten völlig außen vor geblieben. Dabei ist es doch genau dieses Medium, wo sich insbesondere junge Menschen zwischen 18 und 25 radikalisieren. Das ist eine extrem beunruhigende Tendenz. Islamisten nutzen gezielt die Kinderzimmer unserer Kinder aus, um dort ihre Botschaften von Hass, Antisemitismus und Gewalt unterzubringen. Versteckt in Comics, versteckt mit Musikvideos oder auch mit Minispielen. Und dass das keine bloße Theorie ist, das zeigen Fälle aus der Praxis. Ich erinnere an den Fall Linda W., eine 16-jährige deutsche Schülerin, Notendurchschnitt 2,1. Alles andere als eine Problemschülerin, alles andere als ein Kind, was in Problemmilieu aufgewachsen ist. Trotzdem hat sie sich radikalisiert, ist über Nacht ausgereist über Istanbul, hat sich dem Islamischen Staat angeschlossen und dann sozusagen ein grausames Schicksal erlitten. 2015 in meinem Bundesland Sachsen-Anhalt, der Fall Leonora M., 15 Jahre alt, ebenfalls ausgereist, sich dem IS angeschlossen, dort in einem Kalifat zwei Kinder geboren, jetzt zurück in Deutschland, geläutert, aber immer noch schwer gezeichnet. Und welche Folgen es für diese zwei Kinder hat, das wird sich noch zeigen. Meine Damen und Herren, wenn wir über Prävention sprechen, wenn wir über Deradikalisierung sprechen, dann müssen wir die Islamisten aus unseren Kinderzimmern vertreiben und das müssen wir entschieden bekämpfen. Und dass das auch nicht nur Worte sind, das haben meine Vorredner bereits erwähnt. Wir machen einiges. Jetzt an diesem Tag werden wir noch verabschieden das Bundesverfassungsschutzgesetz, wo wir die Quellen-TKÜ endlich über die Ziellinie bringen werden, damit es möglich ist, solche verschlüsselten Chats, solche Hintermänner ausspähen zu können und die dingfest zu machen. Wir reden auch noch über das, oder wir haben schon verabschiedet das BND-Gesetz. Damit können wir Terroristen im Ausland ausfindig machen, die genau aus dem Ausland versuchen, hier in Deutschland in unseren Kinderzimmern Kämpfer für ihre verschobene Welt Anschauung zu werben. Wir haben auch das Bundespolizeigesetz, und das ist ganz entscheidend, und da, liebe AfD, das fordern Sie ja in Ihrem Antrag, könnte man wieder sagen, ist schon erledigt. Die Bundespolizei wird in Zukunft die Möglichkeit haben, von der Strafverfolgung bis zur Abschiebung ein Verfahren durchgängig zu führen. Und damit schließen wir ein Schlupfloch, was viele radikale Islamisten in unserem Land ausgenutzt haben, das Ranking zwischen den Behörden. Dieses Schlupfloch werden wir heute noch schließen, wenn wir das Bundespolizeigesetz endlich verabschieden. Ich komme zum Schluss. Die Gefahr des Islamismus und des radikalen Islamismus in unserem Land ist real. Aber wir bekämpfen sie nicht mit einfacher Polemik und wir lösen sie schon gar nicht mit einfachen Anprangerungen. Das geht nur mit guten Gesetzen und die gibt es nicht von der AfD, sondern von uns, von der Union. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 30.416 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 14a. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel
islamische Radikalisierung frühzeitig erkennen, Studie zur politisch-religiösen Einstellung der Muslime in Deutschland erneuern. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 30.444 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 29.778 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion angenommen. Tagesordnungspunkt 14c. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel »Dem radikalen Islam den Boden entziehen«, Maßnahmenpaket gegen Islamisten und islamistische Verbände. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 26.578 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 23.956 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Niemand. Die Beschlussempfehlung ist gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Zusatzpunkt 10. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel »Mehr Transparenz bei der Analyse und öffentlichen Darstellung von Kriminalität im Kontext von Migration«, zur verbesserten Evaluierung der Sicherheits-, Integrations- und Migrationspolitik. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 24.699 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 23.952 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen aller anderen Fraktionen des Hauses angenommen.